Achi, BDI im Islam mit Prinz Mudi zusammen war eine gute Kombination. Kein Mensch, der nicht mitmacht bei euch, mitwirkt, kann sich vorstellen, wie lange so ein Video dauert. Ein 5-Minuten-Video. Das ist nicht in einem Tag gemacht, Achi. Richtig, Ich Bruder. weiß es und ich schätze das. Subhanallah. Wenn wir über das Paradies sprechen, man hört das Lächeln Richtig. von der Person, auch wenn man das nicht sieht. Subhanallah. Man hört das raus, weil das ist einfach eine Sache, wo man jetzt Gänsehaut bekommt, Achi. Ja, das kannst du sowieso heutzutage. Richtig. Heutzutage ist Haram von dir eine Sekunde entfernt. Richtig, Bruder. Ich will nicht sagen, dass Social Media was Schlechtes ist. Ja. Im Gegenteil. Es ist was Gutes, es ist ein Segen, aber auch ein Fluch. Normalerweise dieses Thema Rassismus sollte momentan oder in ferner Zukunft auch nicht mehr von Relevanz sein. Man sollte dieses Thema eigentlich gar nicht mehr ansprechen müssen. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Bruder. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Wie geht's dir, Achi? Alles in Ordnung, inshallah? Alhamdulillah. Gut, wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah, Bruder. Ich habe gemerkt, Achi, du, Mashallah, du bist sehr viel am Arbeiten. Ja, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und viel aktiv in den sozialen Netzwerken auch. Du bekommst jetzt auch gerade direkt von der Arbeit, Jani. Ja, Achi, subhanallah, ich komme von der Arbeit, ich bin viel zu spät dran, was normalerweise auch nicht mit Absicht gewesen ist. Nur hatte ich gerade wirklich sehr viele Kunden, wo ich die Fahrzeuge noch abgeben musste. Ja. Und dann bin ich hergeflitzt mit meinem kleinen Smart, mit vielleicht 150 über die Autobahn gecrashed, Bruder. Und dann jetzt bin ich hier, Alhamdulillah. MashaAllah, Bruder, barakallah. Also, ich habe auch gemerkt, du hast beispielsweise auch bei Grip mitgemacht, schon bei der Sendung. Ja, Achi. Hast verschiedene Prominente auch als Kunden gewonnen über die Jahre, Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah, Bruder. Ich habe mir das über viele Jahre aufgebaut. Ich sag mal, es liegt auch sehr viel daran, dass ich sehr fleißig bin. Und die meiste Arbeit, die ich mache bei mir in der Firma, ist ja so, dass ich es auch sehr, sehr viel alleine mache. Das heißt, ich bin bodenständig geblieben in dem Bereich und dadurch ernte ich halt den Respekt der ganzen Leute, die auch bei mir sind und den Respekt der Zuschauer, dass sie sehen, dass ein Chef ja bodenständig ist, alles alleine macht und auch immer für seine Kunden da ist. Nicht wie manch auch andere, die das machen, zum Beispiel nachdem die ein bisschen Business aufbauen, ein bisschen Karriere aufbauen Ja. oder ein bisschen Reichweite aufbauen, fangen die an, irgendwelche Arbeiter hinzustellen und sind nie da. Dadurch geht ein Geschäft dann halt kaputt. Und Alhamdulillah, seit 8 Jahren bin ich am Folieren, Ja. seit 6 Jahren mache ich Social Media, YouTube etc. Ja. Und dadurch habe ich auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen von ganz vielen Fernsehsendungen, wie jetzt zum Beispiel Grip. Ja. Alhamdulillah, und ja, mein YouTube. Ja. Hast du ja gesehen, mache ich auch so gut wie alleine fast und baue da auch meine Community auf. Mashallah, Und das mashallah. war sehr harte Arbeit. Also man darf das nicht unterschätzen und denken, okay, mit einem Video hat das alles geklappt. Nee, definitiv nicht, Bruder, das glaube ich dir. Ja. Achi, unsere Zuschauer, also die Follower von BDI, die kennen vielleicht nicht alle dich. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr über dich erzählen, ein bisschen Einblick Natürlich. Geben, beruflich, Herkunft. Vielleicht was Persönliches. Na, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Kann ich gerne machen. Es kommt mir gerade vor, wie wenn ich zu einem Schultreffen gehe, Klassentreffen. So, ja, schönen guten Tag. Nicht nee, was kann ich gerne machen. Also mein Name ist Mohammed. Ja, ich bin bekannt unter Prinz Moody von der Firma Folienprinz. Und wir folieren Fahrzeuge. Also die Firma Folienprinz foliert Fahrzeuge. Kann man auch recherchieren bei YouTube, Instagram, Folienprinz eingeben. Bisschen Schleichwerbung machen nebenbei, weißt du doch. Ja, auf jeden Fall bin ich Fahrzeugfolierer. Ursprünglich, meine Eltern kommen ursprünglich aus Jordanien, also mein Vater kommt aus Jordanien, meine Mutter ist Palästinenserin aus Syrien. Ja, ich bin so ein Mashallah. kleiner Mix zwischen Jordanier und Syrier. Arabischer Latino, wenn man auch sagen möchte. Nein, Bruder. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile schon 32 Jahre alt. Sieht man heute natürlich, weil ich nicht mein Friseur gewesen bin, sehe ich natürlich älter aus. Aber wenn ich mal zum Friseur gehe, sehe ich jünger aus. Ja, ich lebe in Deutschland, Bruder. Ich bin in Deutschland groß geworden, in Deutschland geboren. Und jetzt stehe ich hier bei dir. Ja, barakallah. Wie kam es dazu, dass du mit Folienprinz begonnen hast? Woher kam der Impuls? Ich Ich habe habe gemerkt, früher. hab gemerkt, du kennst dich generell mit Autos sehr gut Ja, aus. genau. Also ich Ja. habe früher. Wie hat es angefangen meiner Karriere mit Fahrzeugen insgesamt? Ich habe früher eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker. Und bevor ich die Ausbildung angefangen habe, hatte ich ein Praktikum bei meinem Onkel in der Werkstatt. Und subhanallah, der hat mich da richtig geknechtet, weißt du, so mit Peitsche und so und sagt, du musst jetzt hier arbeiten. Und ich habe da täglich richtig viel geackert und nur mit Autos zu tun gehabt. Nachdem ich meine Ausbildung angefangen habe, habe ich eine schulische, betriebliche Ausbildung, also schulbetriebliche Ausbildung gehabt, wo man wirklich nur ein BAföG von 212 Euro im Monat verdient. Und das reicht von vorne und hinten nicht. Du weißt ja, wir leben in Deutschland, hier ist alles ein bisschen teuer, man ist jung, man geht raus, man will mit Freunden raus, man hat viele Ausgaben unterwegs. Und dann dachte ich mir, irgendwo nebenbei muss ich ja ein bisschen Geld verdienen. Und tatsächlich habe ich dann mit einem sehr guten Freund von mir Fahrzeuge erworben, ja, über Kleinanzeigen und über Autoscout und mobile.de,
wo steht zum Beispiel Fahrzeuge zu verschenken oder wo Fahrzeuge für 100 Euro und 50 Euro zu kaufen sind, haben wir beide gekauft, die ja gar keinen TÜV mehr hatten und haben angefangen, diese Fahrzeuge zu reparieren. Also Fahrzeuge natürlich Bremsen austauschen, TÜV machen etc., Karosseriearbeiten, schweißen. Und subhanallah, dann hat es angefangen halt mit den Fahrzeugen, dass man gut reinkommt. Dann habe ich meine Ausbildung als Industriemechaniker abgeschlossen, nach 3,5 Jahren, alhamdulillah, mit Bravour bestanden. Alhamdulillah. Und dann habe ich mit meinem Schwager eine Werkstatt, eine Fahrzeug-Auto-Reparatur-Dienstleistungswerkstatt aufgemacht. Ja? Und so kam halt, so hat eines zum anderen geführt. Und dann haben wir halt gearbeitet, auch 2 Jahre hatte ich eine Werkstatt als Kfz-Mechaniker, Mechatroniker. Und subhanallah, dieser Beruf hat mir wirklich an sich so gar nicht gefallen. Jetzt würde jeder andere sagen, warum Fahrzeuge, du arbeitest mit Fahrzeugen. Ja, ich arbeite mit Fahrzeugen, aber mit sauberer Arbeit. Ich habe wirklich jeden Tag gearbeitet, Öl, da kam Öl von den Fahrzeugen runter, Dieselgeruch. Und dann, ich war noch jung und dann dachte ich mir, ich rieche jetzt schon intensiv nach Diesel. Es hat sich schon mein Körper reingebrannt. Dachte ich mir, ich muss irgendwas Neues starten. Und dann, subhanallah, habe ich noch mit meinem Partner Aladdin, von dem ich euch vorhin erzählt habe, haben wir uns überlegt, dass wir was Neues aufbauen. Und da haben wir so ein Seminar für Folierung gemacht. So ein 3-tägiges Seminar, wo wir dachten, okay, kann man ein bisschen Grundkenntnisse erlernen, kann man die Folie mal anfassen, fühlen, wie das funktioniert. Und das ist auch jetzt schon fast 8 Jahre her. Und sind wir mit dem Kopf durch die Wand einfach. Haben wir ein Seminar gemacht, sind wir rübergekommen und haben uns eine kleine Werkstatt genommen, habe ich den Rest alles aufgegeben und stehen und liegen lassen und wieder alles von vorne angefangen, neu gekämpft. Und subhanallah, jetzt stehe ich da, wo ich stehe. Mashallah, mutig, Bruder. Ja, alhamdulillah, man muss mutig sein im Leben, weil ich sag mal so, erstmal ohne Fleiß kein Preis, ja, und zweitens, wenn man was machen möchte und was wirklich erreichen möchte, dann muss man auch sogar in dem Bereich schlafen, wenn es sein muss und die Familie nicht mal sehen. Wir haben in der Werkstatt wirklich Wochen und Nächte geschlafen, auf Yogamatten, die so dünn sind, wie vielleicht ein Stück Matratze nicht mal, weißt du, so ganz dünne Yogamatten, kennst du ja die Yogamatten. Ja, klar, kenn ich die. Subhanallah, wir haben wirklich übernachtet in der Werkstatt. Wir hatten manchmal auch Nächte, wo wir nur 4 Stunden geschlafen haben. Und das über mehrere Jahre, bis wir uns wirklich den Erfolg so aufgebaut haben, dass alles systemiert vorangeht, alhamdulillah, und die Arbeit von alleine schon fast von alleine läuft. Alhamdulillah, barakallah fiq, Bruder. Und fiq barakallah. Wie bist du, Achi, persönlich auf BDI aufmerksam geworden? Auf BDI, Achi, die Zeit kann ich gerade nicht nennen, ne? Aber es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Einer der ersten Videos sogar. Ich hatte damals einen Freund gehabt, der auch eine App erstellt hat, die Wheel of Muhammad App. Mhm. Sagt es dir was, die Wheel of Muhammad App, die ist sehr, sehr alt, die gab es... Ich kann mich an so eine Facebook-Seite vielleicht erinnern, aber... Facebook-Seite, da gab es auch eine App darüber. Ja, okay. Und in dieser App gab es auch ganz, ganz viele Vorträge von BDI, Botschaft des Islams. Okay. Und auch davor hat mich Botschaft des Islams immer über Ramadan, über den Monat Ramadan, sehr, sehr, sehr ruhig gemacht. Ich bin ein sehr aufgewühlter Mensch, wirklich. Ich bin auch damals, zu meiner Jugendzeit, sehr aggressiv gewesen. Okay. Aggressiv, aufgewühlt. Nicht gut ansprechbar, subhanallah. Sagt meine Mutter auch immer, wie ich mich verändert habe oder um 180 Grad gedreht habe, das versteht sie bis jetzt noch nicht. Ich war auch ganz als Kind, sagt sie, als ich ganz, ganz klein war, war ich sehr hyperaktiv. Die hat mir sogar Beruhigungstabletten gegeben. Ich stell dir mal vor. Und dann kam halt ganz oft der Monat Ramadan, wo man, ich will jetzt nicht sagen, dass man nur in Ramadan halt gläubig ist, aber dieser Monat Ramadan ist ein Monat, in dem man intensiv in den Glaube reingeht, ne? Wo man sein Herz komplett reinigen will und reinigen wird und reinigen muss, ja, in diesem Monat. Und da hat mir BDI sehr geholfen. Ich habe mir die Vorträge angehört, unterwegs in die Moschee, Tarawih-Gebet, unterwegs nach Hause, auf Arbeit, Kopfhörer, im Fitnessstudio. Und damals gab es noch gar kein Spotify, damals gab es das alles noch nicht. Da gab es einfach wirklich nur diese App, wo ich mir die Vorträge online über die App anhören konnte, aber wo natürlich dein Internet die ganze Zeit verbraucht wurde. Mhm. Ja? Und irgendwann hatte ich kein Internet mehr gehabt. Und dadurch bin ich halt darauf aufmerksam geworden und habe das sehr, sehr verfolgt. Und auch mich inspirieren lassen von den Videos, halt was die Welt angeht und was auch die Gefühle angeht. Ne? Es ist sehr mitreißend gewesen, sage ich dir ehrlich. Sehr ehrlich und offen. Und ich habe auch die App an vielen, vielen Menschen empfohlen, oder besser gesagt, die Seite von euch empfohlen. Aus dem Grund, weil ihr intensiv gut Deutsch spricht. Ja? Ich spreche zwar Arabisch, lesen, schreiben kann man natürlich verbessern, muss man noch mehr lernen. Ich bin hier in Deutschland geboren und groß geworden. Ja? Ich bin hier zur deutschen Schule gegangen, auch arabische Schule damals. Aber dadurch, dass ich so hyperaktiv gewesen bin, hat der arabische Lehrer mich immer rausgeschmissen aus dem Unterricht. Subhanallah. Und ich schätze das einfach, dass wir Jugendliche haben auch und eine ganze Gruppe haben, die uns die Videos und die Hadithe und die ganzen islamischen Lehren auch auf Deutsch erklären können.
Weil Hocharabisch ist natürlich eine Sprache, die sehr schwierig ist und viele von uns nicht verstehen. Richtig. Und auch nicht verstehen werden. Allahu a'lam wann. Aber Hocharabisch, sage ich mal ehrlich, für die Zukunft, die jetzt auch aufwächst, ist eine Sprache, die ist, subhanallah, schwierig. Und das werden viele nicht verstehen, weil die mehrdeutig ist. Und aus dem Grund habe ich mir damals wirklich sehr gerne die Videos angeguckt. Alhamdulillah. Du hast einen ganz interessanten Punkt erwähnt mit Ramadan. Es gibt natürlich Muslime, wie du auch schon angemerkt hast, die sogenannten Ramadan-Muslime, ne? die halt nur Ramadan-islamisch sind und außer von Ramadan irgendwie alles Mögliche machen. Aber ich kann mich, subhanallah, persönlich in meinem Leben auch erinnern, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, einen sehr guten Bruder, der damals vor 20 Jahren noch Kafir war. Subhanallah. Also, und ich kann mich erinnern, subhanallah, er hat als Nicht-Muslim mit mir angefangen zu fasten. Und erst in den ersten Tagen von Ramadan dann Muslim geworden. Subhanallah. Dieser Monat, der ist gesegnet, subhanallah. Achi, dieser Monat ist nicht nur gesegnet, man spürt das auch, achi. Ja. Jetzt ohne zu übertreiben. Ja. Ich bin ein Mensch, wenn ich Hunger habe, werde ich zu Diva. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist wahr, das ist wortwörtlich so. Ja, ich kenn das wissen alle meine Arbeiter, das wissen meine Eltern, das weiß meine Frau, das weiß jeder. Wenn ich Hunger habe, hat keiner Bock mit mir überhaupt zu reden, zu kommunizieren, mit mir zu stehen. Die wollen mich einfach loswerden. Und okay. Ich will auch jeden loswerden. Ich will ganz alleine sein, wenn ich Hunger habe. Deswegen, bevor ich jetzt gekommen bin, habe ich noch schnell irgendwo angehalten, mir schnell was Döner gegessen. Ach, was sollte ich machen? Aber kein Snickers, ne? Nein, kein Snickers. Und wenn ich früh aufstehe, habe ich schon Hunger am frühen Morgen. Okay. Wirklich. Ich stehe früh schon mit Hunger auf. Manchmal stehe ich in der Nacht auf und mache mir ein Sandwich. Wirklich, ich bin einfach so, wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Fertig. Subhanallah. Wirklich, am ersten Tag von Ramadan, wo ich faste, wenn ich früh aufstehe, verspüre ich keinen Hunger. Ach, ich verspüre einfach keinen Hunger. Ich verspüre keinen Hunger. Ich verspüre keinen schlechten Gedanken. Ach, das ist der Beweis für mich, dass die Teufel eingesperrt sind. Dass Allah da ist und mich unterstützt dabei. Weil ich mache davor Dua, dass Allah mir helfen soll, bei Ramadan klarzukommen. Ja. Und im ganzen Tag über, natürlich irgendwann kriege ich Hunger. Es ist natürlich, es ist verständlich. Ich kriege auch extrem Durst. Mhm. Aber die Psyche hier, die ist frei. Ach, ich werde nicht mal richtig aggressiv. Früher war das ganz anders, bevor ich noch richtig so... klar, ich bete schon seitdem ich 16 bin. Viele sagen, warum nicht früher? Allahu a'lam, wir sind als Muslime geboren. Alhamdulillah. Aber Alhamdulillah, aber ich meine, wir sind auch auf der Straße und wir sind hier und wir sind da. Ich bin im Ghetto groß geworden. Ja, ich habe Alhamdulillah mit 16 angefangen zu beten. Und Alhamdulillah habe ich, es gibt Momente in meiner Jugend, wo ich mal angefangen habe, mal aufgehört habe. Das haben viele heutzutage hier in Deutschland. Ne? Wir sind hier groß geworden und aufgewachsen. Ja. Aber seitdem ich den Islam extrem gut praktiziere, ja, spüre ich, dass Ramadan für mich leichter geworden ist. Mhm. Weil man es einfach hier im Kopf hat, man hat es in der Psyche. Richtig. Und wie gesagt, also du sagst, es ist ein Segen, ich sage natürlich auch, aber ich sage, die Hilfe ist auch da. Definitiv, Bruder. Man kriegt das wirklich mit. Definitiv. Also ich kann mich, subhanallah, ich habe das sehr bewusst über diesen Punkt in diesem Ramadan nachgedacht. Es ist krass, dass du das jetzt gerade erwähnst. Wenn man gerade auch als verheirateter Mann merkst du schon sehr stark auch, wie die Waswasa plötzlich nicht mehr da ist. Subhanallah. Subhanallah, du merkst richtig, Achi, du bist gewissermaßen im Leerlauf. Ja. Allahu Akbar, du spürst richtig, dass die Shayatin nicht da sind, die eine. Dass die Waswasa nicht präsent ist. Ne? Subhanallah. Alhamdulillah. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man das richtig, hat. Richtig, Bruder. Weil sonst wäre es schwierig. Subhanallah. Dann ist es ja wirklich schwierig richtig. Zu fasten, sage ich dir ehrlich. Allah und erst recht, wenn wir hier 20 Stunden, 18 Stunden, 19 Stunden fasten müssen. Richtig. Das ist nicht leicht. Aber wie gesagt, ich habe einfach die Ruhe. Ich bin einfach beruhigt. Auch wenn ich faste und Hunger habe. Ich verspüre Hunger, aber keine Aggressivität. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bruder. Wie weit, Achi, hat BDI dir im Islam weitergeholfen? Dir persönlich jetzt? Achi, BDI im Islam mit Prinz Moody zusammen war eine gute Kombination. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Es hat mir sehr geholfen. Ich will jetzt auch nicht, nur weil ich gegenüber dir stehe, jetzt sagen, es hat mir geholfen, um es dir gut zu reden oder um vor dir jetzt einen auf gut zu tun. Ja. La samahallah. Ach, diese BDI hat mir sehr geholfen. Es hat mir geholfen, dabei Hadithe zu verstehen. Meine Gefühle zum Islam preiszugeben. Ja? Und auch einen oder einen anderen Tag habe ich auch wirklich Tränen gehabt von den Videos. Ich bin ein Mann und ich sage das auch jetzt vor dir, ich habe Tränen gehabt. Das ist was ganz Normales, wenn man weint. Aber nicht Tränen, dass ich geflennt habe wie ein kleines Mädchen und auf dem Boden und dann angefangen habe mit den Füßen und Händen zu trampeln. Nein, man hat es innerlich verspürt, ne? diese Worte, die da wiedergegeben werden. Und das sind ja auch keine Worte, die ihr von eurem Kopf aus sagt. Das sind Worte, Geschichten, die wahr sind, die existieren.
Ja? Und das sind Sachen, wo man zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Straße entlang laufe und weiß, was für Hasenat kriege ich, wenn ich einen Ast von der Straße wegnehme, dann mache ich das. Dann mache ich das nicht für die Menschen. Richtig. Ich mache das für Allah. Vielleicht habe ich vorher einige Sachen für die Menschen gemacht, um den Menschen zu zeigen, ey, guck mal, ich bin ein guter Mensch. Aber was habe ich davon? Wenn du sagst, Wallah, Muhammad ist ein guter Mensch, was habe ich davon, Achi? Ich habe einfach nur eine gute Sache davon, weil wenn ich sterbe, sagst du, Allah irhamu, er war ein guter Mensch. Aber wenn ich das für dich gemacht habe, dann habe ich meinen Erfolg auf der Dunya bekommen, nicht in der Akhira. Ich will meinen Erfolg in der Akhira haben. Und diese Vorträge, die ihr macht, oder die BDI dann an sich auch öffentlich macht, das sind Vorträge, die man sich anhört, innerhalb von 5 Minuten, innerhalb von 10 Minuten, ruckzuck, kurz gehalten, knapp gehalten, alles Wichtige ist drin. Ja, man braucht nicht drum herum reden und mal einen Vortrag von 1-2 Stunden sich anhören, so Freitagspredigt, dann gehe ich in die Moschee. Jeden Freitag, Alhamdulillah, Predigt 1 Stunde, hört man sich an, man geht nach Hause, man hat die Predigt im Kopf. Aber wenn man kurze und schnelle Lösungen haben will oder Vorträge mal ganz kurz, man ist im Auto oder man ist irgendwo mal kurz zu Besuch oder man ist beim Arzt und muss mal kurz warten, bis man rankommt und man fängt die 1-Stunden-Predigt an, ja, dann ruft der Arzt dich rein, dann nach 15 Minuten ruft er dich rein, dann vergisst du aber weiter zu gucken. So eine Vorträge vom BDI sind kurz und knapp, wie gesagt. Du hörst dich an, okay, du prägst das sofort ein, 10 Minuten hast du Vortrag fertig. Aber dann lernst du auch dazu. Wie gesagt, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, einen Ast, mache ich einen Ast weg. Ja? Aber nicht, um den Menschen zu zeigen, dass ich gemacht habe. Nur, damit alle mit mir zufrieden ist. Und das hilft. Ich bin ehrlich, diese BDI-Vorträge helfen sehr. Und ich versuche auch wirklich, ganz vielen Freunden davon mitzugeben, dass sie auch sich die Vorträge angucken. Aber subhanallah, jedem das Seine. Und ich bin sehr zufrieden und ich kann es wirklich immer kaum erwarten, bis ein Video vom BDI rauskommt. Genauso wie manche kaum erwarten können, bis ich ein Video rausbringe, sitze ich da und warte, bis ihr ein Video rausbringt. Subhanallah. Das hören wir gerne. Barakallahu fik, Bruder. Ach, wie weit kennt dein Umfeld BDI? Familie, Freunde, Bekannte? Also, sehr viele kennen BDI. Meine Frau tatsächlich sogar auch, von damals noch, bevor ich geheiratet habe. Kennt auch ganz, ganz viele Vorträge von BDI, Freunde von mir, Bekannte von mir, Cousins von mir. Ich würde mal sagen, 50-60% von meinem Umfeld kennt BDI. Aber ich kann nicht sagen, dass 50-60% von meinem Umfeld BDI wirklich dauerhaft guckt. Das kann ich nicht sagen oder sich anhört. Aber bekannt ist auf jeden Fall der Bekanntheitsgrad da. Und inshallah, inshallah, inshallah soll die ganze Welt BDI kennenlernen. Achi, weil das ist ein Gewinn für die Menschheit. Saraha. Weil wie gesagt, das sind kurz, knapp und richtig detailliert und dann hat man wirklich viel eingeprägt im Kopf. Jazakallah khairan. Du hast einen sehr wichtigen Punkt erwähnt, und zwar, dass die kurzen, knackigen Videos. Ich kann mich zurück entsinnen, nachher, als wir mit BDI angefangen haben, noch die Anfänge, wo es uns ein sehr starkes Anliegen war, gerade auch die Muslime in der heutigen Zeit zu erreichen. Ich meine, man kennt das, subhanallah. Die Propaganda gegen den Islam ist so stark und auch die Muslime haben Angst teilweise. Ja, sie haben Angst, weil sie den Islam nicht verstehen oder sie haben Angst, sich mit dem Islam zu identifizieren. Und unser Anliegen war es dann auch, dass wir sagen, wir versuchen es in die Wohnzimmer der Muslime zu schaffen und ihnen auf eine Art und Weise den Islam nahe zu bringen, wodurch sie begreifen, was ist der Islam, wer bin ich, was ist meine Identität und was ist meine Aufgabe in der heutigen Zeit. Und ich glaube, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, über die Jahre ist das BDI ganz gut geglückt, yani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, und man sieht auch, yani, mittlerweile, Alhamdulillah, BDI ist mittlerweile ja schon der größte islamische Kanal im deutschsprachigen Raum geworden, yani. Alhamdulillah. Und möge er der größte Kanal der Welt werden, achi. Amin, Bruder. Allahumma amin. Yani, man sieht auch, dass es äußert sich auch, dass ähnliche Kanäle wie BDI gestartet werden, was wir auch gar nicht kritisieren. Alhamdulillah. Das bedeutet, man hat die Effektivität hinter diesem Konzept erkannt. Ne, und man merkt hier, dass es die Leute tatsächlich erreicht, Bruder. Achi, eure Videos sind qualitativ. Und kein Mensch, der nicht mitmacht bei euch, mitwirkt, kann sich vorstellen, wie lange so ein Video dauert. Ein 5-Minuten-Video. Das ist nicht in einem Tag gemacht, Achi. Richtig, ich weiß es und ich schätze das, subhanallah. Viele hören sich die 5 Minuten an, aber die wissen nicht, was steckt dahinter. Wie lange saßen die Jungs wirklich dran und haben das gemacht? Wie viele Stimmen haben die reingebracht? Wie viele Menschen mussten wirklich oft diesen Text wiederholen, bis er so wurde oder so perfekt gesprochen wurde, wie er da war? Ja. Ach ja, andere machen Kanäle auf, die sitzen jetzt wie ich und du hier hinter ein bisschen Blumen, ein bisschen Wiese, fangen an, irgendeine Geschichte zu erzählen und laden die einfach hoch. Ach ja, bei euch, subhanallah, weder sieht man Gesichter, noch muss man sich von irgendeinem Lächeln beeinflussen lassen. Braucht man nicht, ja, es ist einfach irrelevant. Das Wichtigste ist das Gehör. Richtig. Wie kommt das rüber, Achi?
wie echt ist es, wie real ist es, ja? Wie intensiv ist es, wie ist die Stimme jetzt bei einer guten Sache, wie ist die Stimme bei schau mal, die Stimmlage hat ja auch viel mitzusagen. Wenn wir über das Paradies sprechen, man hört das Lächeln. Richtig. Von der Person, auch wenn man das nicht sieht. Man hört das raus, weil das ist einfach eine Sache, wo man jetzt Gänsehaut bekommt, Achi. Wenn man über die Hölle spricht, man sieht diesen bösen, grimmigen Blick von dem Leser, der das gerade liest. Und das ist auch wirklich wahr. Ich bin mir sicher, dass der da hinter der Kamera oder der hinter diesem Mikrofon steht, gerade grimmig guckt, weil er das fühlt, Achi. Er fühlt das. Und das ist der Unterschied zwischen euch und anderen Plattformen. Aber Achi, warum nicht? Ihr hilft, andere, jeder hilft. Andere. Auch andere Plattformen, wenn die das richtig machen, dann helfen die einem natürlich auch dabei. Richtig. Aber ich sage, ich bevorzuge Plattformen, wo man wirklich sieht, dass es professionell und wirklich mit viel Liebe und viel Arbeit gemacht wurde. Ja. Und nicht einfach mal, wenn ich es so ausdrücken darf, dahingesprochen. Ich will jetzt kein anderes Wort benutzen. Ja. Und das ist wichtig für mich, Achim. Und deswegen, ja, sage ich dir ehrlich, war ich auch immer einer, der gesagt hat, wir brauchen BDI auf Spotify. Und das habe ich den Achi von BDI auch oft gesagt. Alhamdulillah. Bis er mir die erfreuliche Nachricht gebracht und gesagt hat, wir sind auf Spotify. Alhamdulillah. Aber nicht alle Videos, war Achi, oder? Noch nicht alle Videos. Noch nicht alle. Sie müssen speziell aufbereitet werden für Spotify. Aber nach und nach soll Spotify immer größer werden. Inshallah, Achi. Das kann man vielleicht ein bisschen vorweg sagen. Das ist wirklich eine wichtige Sache, weil schau mal, auf Spotify kann man sich viel Haram holen und viel Halal holen. Richtig, Bruder. Ja, warum sollte man? Ja, das kannst du sowieso heutzutage. Richtig. Heutzutage ist Haram von dir eine Sekunde entfernt. Richtig, Bruder. Wenn dein Handy rausholst, kannst du sofort, richtig, auch wenn du einen Besucher sitzt, kannst du Haram machen. Ach, damals musste man warten, bis die Sonne untergeht. Oder man musste irgendwo tausend verschiedene Wege gehen, um ein Haram zu machen. Heutzutage ist es erreichbar mit einem Klick. Richtig. Deswegen ist es wichtig, dass auch viele Sachen mit einem Klick erreichbar sind, die zu Gutem führen. Und das ist halt auch eine gute Sache an BDI. Ich möchte das vielleicht kurz mal aufgreifen. Also, du hast schon recht, Achi, also, das auch mit den Texten und das. Also, ich selbst als BDI-Sprecher auch, kann dir auch sagen, dass wir die Texte natürlich richtig fühlen, ja. Ja, also, es ist, du hast wirklich Momente, wenn du einen Text sprichst, dass du wirklich, dass dir die Tränen kommen, subhanallah. Und dass du die Ehrfurcht hast vor dem Vers im Koran, der erwähnt wird, oder vor dem Hadith von dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja. Und das ist schon eine Sache, ich muss ganz ehrlich sagen, Achi, ich glaube, wir von BDI sind selbst die größten BDI-Fans. Ja, glaube ich dir. Ach, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich spreche für jeden Einzelnen, der bei BDI ist. Wir feiern jede Sache von BDI, subhanallah. Ach, weil die perfekt gemacht wurde und wie du gesagt hast, weil es vom Herzen kommt. Ach, alles, was vom Herzen kommt, ist richtig. Ja. Sobald es nicht mehr vom Herzen kommt, dann brauchen wir es gar nicht erst angehen, die Sache. Richtig, Bruder. Und dann triffst du auch keinen Menschen, dann fühlt auch niemand euch. Keiner fühlt das, was gesprochen wird, richtig, wenn es nicht vom Herzen kommt. Richtig, Bruder. Und deswegen könnt ihr sehr stolz auf euch sein, dass ihr so eine Plattform aufgebaut habt und jeder Einzelne von euch, der mitwirkt, auch wenn es nur einer ist, der Druckpapier kauft. Richtig. Achi, barakallahu fikum. Möge Allah es euch vervielfachen, so viel es geht, und Jannah al-Firdaus geben. Achi. Allahumma amin, Bruder. Allah Ta'ala hat die Sache gesegnet, Bruder. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Es liegt nicht in unserer Hand. Allah Ta'ala hat die Sache gelenkt und gesegnet, Bruder. Mehr kann man nicht dazu sagen, Bruder. Achi, wir kommen es war eine schöne Überleitung auch zum nächsten Thema. Und zwar Social Media. Ne? Was denkst du, was für einen Einfluss haben die sozialen Netzwerke auf die jüngeren Muslime gerade in der heutigen Zeit? Bruder, ich meine, wir haben Thema, das ja nicht erlebt, ne? Ja. In unserer Jugend. Subhanallah. Alhamdulillah haben wir es nicht erlebt. Ich sage nur, Alhamdulillah haben wir es nicht erlebt, Achi. Weil wir konnten noch auf der Straße Mummeln spielen. Wir hatten noch Gogos gehabt, Caps. Vielleicht bist du ein bisschen älter wie ich. Aber meine Generation, wir hatten nicht mal ein Telefon. Wir wussten genau, um 14 Uhr, wenn ich nicht auf dem Hof bin, 14.15 Uhr sind alle weg und ich finde niemanden mehr. Deswegen waren wir alle pünktlich auf 14 Uhr auf dem Hof, weil wenn die weg sind, die ganze Gruppe, sind alle weg. Du triffst keinen mehr, du kannst niemanden mehr erreichen. Yani wir haben eine Zeit erlebt, die meiner Meinung nach eine Blütenzeit gewesen ist, die sehr schön gewesen ist, wo wir sehr viel Spaß hatten. Wir haben draußen Fußball gespielt, wir haben Tischtennis gespielt, wir haben Völkerball gespielt, wir haben Verstecken gespielt, wir haben Sachen erkundet, die gar kein Mensch oder gar kein Jugendlicher heutzutage erkunden möchte. Ja. Ach, wir hatten damals, ich erzähle ein bisschen viel, ich weiß, aber ich will Mach eine kleine gut, Geschichte Achim. Erzählen. Alles bei uns gut. Im Orbit gibt es einen Ort, der heißt Poststadion. Und da ist eine Fußballarena, die war komplett abgeriegelt, komplett umzäunt. Ja? Aber die ist schon seit 10 Jahren, das ist so eine richtige Geisterstadt. Ach, ich war als Kind, wie gesagt, ich war sehr hyperaktiv.
Und ich glaube nicht, dass heutzutage zu der Zeit irgendein Kind das noch machen würde. Ich bin einfach über einen Zaun geklettert, bin reingegangen in die Kabinen, weißt du, das waren Kabinen. Du musst dir vorstellen, eine riesen Fußballarena, da musst du in die Kabinen rein und dann gibt es irgendwelche Schränke drin und alles. Ich bin da mit Lampen, Taschenlampen reingegangen und habe da die alten Bälle rausgeholt und Trikots von irgendwelchen Spielern, die schon seit vielleicht 20 Jahren schon vergammelt war. Ja, und ich habe Sachen entdeckt oder erkundschaftet, die heutzutage keiner erkundschaften kann, weil die nur an iPads sitzen und spielen und Apps runterladen. Weißt du? Ich habe, also sowas wie ein iPad, sowas wie ein Handy, wir hatten alles, gar nicht gehabt damals. Wir hatten das alles nicht gehabt, aber unser Leben war viel gechillter. Ja. Es war viel cooler, es war viel leichter, wir haben viel mitgenommen. Ich habe auf dem Flohmarkt gearbeitet, ich habe Sachen verkauft mit meinem Vater, mit 9 Jahren habe ich angefangen, auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Ich bin mit meinem Vater mitgegangen. Heutzutage, wenn du ein Kind mitnimmst auf dem Flohmarkt, weiß er gar nicht, was er anfangen soll. Mhm. Er sitzt da mit seinem iPad den ganzen Tag und guckt sich irgendwelche YouTube-Videos an von irgendwelchen Gaming-Gruppen oder Fortnite oder was weiß ich, wie die ganzen Geschichten heißen. Das hatten wir früher alles nicht gehabt, Alhamdulillah. Ja. Wir sind gerannt, wir haben gespielt, wir haben Sachen mitgenommen, wir haben... Wallah, wir haben einfach unser Leben mit Leichtigkeit und innerer Ruhe gelebt. Heutzutage sind die zu aggressiv, die Kinder. Warum? Weil die Fortnite zocken mit 8 oder 7 Jahren, gucken sich die Videos an von Fortnite. Was ich mit deinem Alter, ich wusste nicht, was Fortnite ist. Oder irgendwelche anderen Plattformen. Ich habe auf dem Flohmarkt damals, gab es so ein, es gab diese ganzen Überraschungseier-Figuren. Ne? Mhm. Ganz, ganz kurze Geschichte noch, dann höre ich auf mit der Geschichte. Überraschungseier-Figuren, okay? Es gab einen alten Mann, der hatte vielleicht einen Stand, wo der Tisch gerade mal so breit gewesen ist. Weißt du, so wie ich, sitzt er am Tisch und der Tisch war gerade mal so groß, der hat ganz viele Überraschungseier und ich hatte ein Buch für Überraschungseier. Das heißt, in diesem Buch stehen die Preise drin, wie wertvoll jede einzelne Figur ist. Und dieses Buch habe ich damals gelesen und gelernt. Warum? Nicht einfach so, weil ich Bock drauf hatte, sondern weil ich Geld verdienen wollte, ach, mit 9. Dann bin ich den ganzen Flohmarkt entlang gegangen, habe irgendwelche Bulgaren und Jugoslawen und Araber, Deutsche, egal wen, die da hier auf dem Boden saßen und irgendwelche Krabbelkisten hatten, habe ich durchgestöbert und nach wertvollen Eiern gesucht. Also Figuren von den Eiern. Mhm. Okay? Und gehandelt auf 50 Pfennig, eine Mark, hin und her, bis ich mal den Preis bekommen habe. Da habe ich alle gesammelt und bin zu dem alten Mann gegangen. Der hat die mir alle abgekauft. Ach, ich habe die für eine Mark gekauft und für 26 Mark verkauft. Ich habe den einen für 50 Pfennig gekauft, weil ich habe ein bisschen gehandelt. Ich habe verkauft für 80 Mark. Ich habe mein eigenes Geld in meine Tasche gepackt, weil das waren Figuren, die wertvoll sind. Ich habe gesucht danach. Welcher Jugendliche oder welches Kind würde das jetzt noch machen, wenn du ihn mit auf einen Flohmarkt nimmst und einen Stand aufbaust? Der sitzt daneben den ganzen Tag mit einem iPad. Wenn sie zu Hause schon mit iPad sitzen, ach, ja. Ich will nicht sagen, dass Social Media was Schlechtes ist. Ja. Im Gegenteil. Es ist was Gutes, es ist ein Segen, aber auch ein Fluch. Der Segen darin ist, du erreichst Menschen in 0,nix. Eine Anzahl von Menschen in 0,nix, die du nicht mal mit Flyer erreichen kannst. Richtig. Wenn du Flyer druckst und verteilst auf dem Kudamm oder wo auch immer hier in Deutschland oder in Berlin, erreichst du nicht die Menschen. Wie mit einem Video. Ich habe heute ein Video hochgeladen, ich habe innerhalb von ein paar Stunden vielleicht 10.000 Leute erreicht. In einer Woche 100.000, in 2 Wochen 200.000. Ach, und das gleiche Video wiederholt sich immer wieder. Ja, das heißt... Wo erreichst du das? Nirgendwo. Das ist eine Bereicherung für die Firmen, für die Leute, die Geld verdienen wollen, aber auch eine Bereicherung für den Islam. Wenn du eine Sache heute veröffentlichst auf eurer Seite, hat es innerhalb von 0,x, inshallah, vielleicht 50, 100, 200, 300, vielleicht 1 Million Aufrufe. Wenn du auf dem Kudamm 2 Monate stehst, erreichst du keine 1 Million Mann mit der Geschichte. Weil diese Geschichte, keiner hört dir mehr zu nach 10 Minuten, Achi. Wenn du da stehst und sagst, ey, komm mal her, ich erzähle dir die Geschichte, dann geht er weiter, dann kommst du wieder den, 10 Minuten. Achi, so viel Zeit lebst du nicht mal. Bis du die 1 Million erreicht hast, diese Geschichte. Energie hast du gar nicht. Ich sag doch. Und das ist eine Bereicherung. Aber man muss aufpassen, wo gehen die Kinder damit hin? Hören die sich Rap-Videos an mit 5, Kokaina und dies, das, alles drum und dran, Allahu A'lam. Oder gucken die sich islamische Videos an und gucken nebenbei noch ein bisschen Musik. Man muss eine saubere Mitte, einen sauberen Nenner finden für die Jugendlichen, für die Kinder. Ich sag nicht, wir sollen die Kinder einsperren. Um Gottes Willen, die sollen gucken, machen, weil wir sind ja auch alle groß geworden, Alhamdulillah, vernünftige Menschen geworden. Mhm. Aber man soll für die Kinder eine Mitte finden, man soll eine bestimmte Zeit einordnen zu Hause, wo die Kinder spielen dürfen mit dem iPad, man muss auch kontrollieren, was sie machen. Nicht einfach machen und mach und lassen, das geht nicht. Achim. Weil wie gesagt, Social Media, es ist ein Segen und ein Fluch. Du hast positiv und negative Geschichten. Wir können Pro und Contra bis morgen aufzählen. Richtig. Aber wie gesagt, der Segen ist, man erreicht viele Leute, der Fluch ist, dass man auch... dass die Kinder und die Jugend auch an falsche Seiten geraten können. Was ich natürlich zu Allah bete, dass er die Kinder fernhalten soll von den falschen Seiten. Und die Kinder nehmen sich auch heutzutage leider auch sehr viel
YouTuber, Influencer als Vorbild, wo man denkt, da ist leider, oder Rapper, oder es ist sehr verbreitet heutzutage. Und man sollte schon als Vater Teil achten, darauf achten, dass man auch ganz viele andere Geschichten erzählt und den Kindern Sachen mitgibt und über Geschichten erzählt von damals, die auch die Welt bereichert haben. Und diese Menschen sollte man weder mich noch dich noch sonst wen als Vorbild nehmen, Achi. Mhm. Unsere Vorfahren, die ganz, ganz weit weg her sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen vom Vorfahren, ist ja irrelevant. Aber die sollte man als Vorbilder nehmen und die müsste man in den Gedanken der Kinder einprägen. Und nicht irgendwelche Rapper, die jetzt irgendwas machen und ihre Goldschmuck und Rolex und ich renne hier und ich mache das und ich tue dies und ich tue jenes. Ach, das wird uns nicht weiterbringen, weil die Kinder können rappen so viel, wie die wollen. Wenn Allah denen keinen Erfolg geschrieben hat, Alhamdulillah, dann soll er denen auch keinen Erfolg schreiben. Weißt du, aber dann haben die ihre Ausbildung verloren, die haben ihre Schulen verloren, die haben ihre Aussprache verloren, die werden später vielleicht nur kriminelle Sachen machen, weil die an schnelle Geld ran wollen, weil die nur sehen, Goldketten, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Rolex, ja, und das ist halt sehr gefährlich heutzutage. Das heißt, Dankbarkeit äußert sich bei einem Muslim, indem er Allah Ta'ala dient. Und Alhamdulillah, Allah hat dich mit Rizq überflutet. Dein Geschäft ist erfolgreich. Alhamdulillah. Und du bist trotzdem islamisch, Achi. Und das ist aber nicht immer so. Und was wäre so deine Empfehlung an die Jugend da draußen? Ja? Die oftmals davon beeinflusst ist, von dieser Dunya. Ne? Achi, man muss immer für das dankbar sein, was man hat. Mein Dua mache ich oft, das Dua, möge Allah mir das geben, was ich verdiene, und mir das nehmen, was ich nicht verdiene. Ja Allah, ich bin dankbar für das, was du mir gegeben hast und genommen hast. Und ich bin dankbar für das, was du mir geben und nehmen wirst. Ja, das ist meine Dua. Sehr oft. Weil dankbar muss man sowieso sein. Ich bin gegenüber Menschen dankbar, ich bin gegenüber Eltern dankbar, aber warum soll ich nicht gegenüber Allah, der Schöpfer der Welt, der Schöpfer der Menschen dankbar sein? Ach, Alhamdulillah, ich bin kein Engel. Ich bin kein Engel. Ich mache auch meine Fehler. Jeder macht seine Sünden. Aber da musst du auch Allah um Vergebung bitten. Ich bin kein Mensch, der jetzt 24 Stunden den Islam praktiziert, sage ich dir ehrlich. Also praktizieren im Sinne beten, ja, aber halt nicht die ganze Zeit nur am Bücher sitzt und liest, ja. Aber Alhamdulillah, ich bin dankbar dafür, dass Allah mich trotzdem, auch wenn ich nicht der Mensch bin, der 24 Stunden Bücher praktiziert oder liest, gesegnet hat mit einem Geschäft, wo ich mein Geld halal verdienen kann. Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich bin manchmal ich bin manchmal ein Workaholic. Ich bin sehr am Arbeiten. Aber Achi, ich baue das auch auf, weil Allah hat uns auf diese Dunya gesetzt. Und wir sind von dieser Dunya abhängig. Wir können nicht einfach sagen, Achi, ja, khalas, ich bin auf der Welt, aber ich muss jetzt hier, ja, ich muss hier leben, klar. Ich habe keine andere Wahl. Aber ich muss auch wissen, wo mein Ende ist. Ich muss auch wissen, wo ich dann später hingehe. Weil Allah hat mich von dieser Dunya abhängig gemacht, aber ich muss auch diese Dunya leben. Das heißt, ich muss auch arbeiten, ich muss Geld verdienen, ich muss für meine Familie sorgen, ich muss für meine Kinder was aufbauen, dass die vielleicht ein leichteres Leben haben wie ich und die vielleicht mit Allahs Hilfe den Islam mehr praktizieren können, wie ich es kann. Oder die mehr von dem Islam lernen können oder lesen können, weil ich aufgebaut habe, damit die ein gutes Leben haben, ein wohlhabendes Leben haben. Okay. Und ohne Fleiß kein Preis, wie ich von vornherein gesagt habe. Und wenn wir zu Hause rumsitzen, ist es auch nicht das, was Allah für uns geschrieben hat. Ja, nee, man soll trotzdem, wie immer, wie es über den Nenner finden. Und Alhamdulillah, ich bin dankbar für alles, was Allah mir gegeben hat. Und ich gebe es auch jedem Jugendlichen weiter. Sorgt dafür, dass ihr mit Halal Geld euer Brot verdient. Und mit Halal Geld eure Eltern ernähren könnt. Eure Kinder ernähren könnt. Ach, wenn wir unsere Eltern Geld geben, ist es eine Art von Spende, die Allah für uns vielleicht akzeptiert. Allahu alam. Man soll nicht den Eltern Geld geben und vorwerfen, Wallah Baba, ich habe dir heute 5 Euro gegeben, lebt da. Ja, nee, khalas, gib das Geld und vergiss es. Dann zählt es als Spende. Aber wenn du deinen Eltern vorwerfen willst, dass du den Geld gegeben hast, dann ist die Spende schon weg. Dann ist die gute Tat verloren. Mach, wenn du eine Tat machst, eine Tat und beschwer dich nicht darüber. Oder mecker nicht darüber. Oder wirfst keinen vor. Weil guck mal, ob ich jetzt einen vorgeworfen habe oder nicht, im Endeffekt ist es in 5 Minuten vergessen. Aber Allah ist nichts vergessen. Richtig. Der Vorwurf hat dafür gesorgt, dass du nichts mehr bekommst. Bei Allah als gute Tat. Allahu alam. Mhm. Wir können das nicht einschätzen. Wir können es nicht beeinflussen. Aber was ich den Kindern mitgeben kann, ist, macht eure Arbeit halal, sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr Erfolg haben möchtet, hart dafür arbeitet und nicht darauf wartet, dass das Geld zu euch nach Hause kommt. Weil es wird kein Mensch zu euch kommen und euch einen Koffer mit 1 Million Euro hinstellen. Wallahi, es wird nicht passieren. Allahu alam, taban, man weiß nie, aber glaubt mir, das ist doch niemals. Yani, arbeitet, tut, macht, lernt. Lernt auch, wenn ihr wollt, an ganz verschiedenen Geschäften, aber vergisst nicht den Islam. Richtig. Vergisst nicht Allah. Vergisst nicht euer Dua. Weil, ich sag mal, Allah schickt dich zu mir, damit ich von dir profitiere. Nicht
Wallah, Abdallah schickt Karim zu Hans, Hans schickt ihn zu Detlef, Detlef schickt Hans zu Peter und Peter kommt zu mir. Allah hat dafür gesorgt, dass Peter und Hans und Detlef sich kennen und zu mir kommen und bei mir zum Beispiel ihr Fahrzeug folieren oder mir mal was zu essen vorbeibringen. Das ist Rizq, das ganze Rizq von dieser Welt, von dieser Dunya, kommt sowieso von Allah. Dieses Wasser kommt nicht von mir und nicht von dir, das kommt von Allah. Und wenn ich das Wasser trinke, hat Allah dafür gesorgt, dass ich das bekomme. Das ist mein Nasib, dieses Wasser zu trinken. Alhamdulillah. Und ich werde diese Welt nicht verlassen, bis Allah mir nicht meinen letzten Tropfen Wasser gegeben hat oder mein letztes Cent gegeben hat oder sonst was. Weil vorher kann man die Welt nicht verlassen, weil Allah hat mir das geschrieben, Achi. Wie er mir die Zeit geschrieben hat und den Ort und den Achi Rizq geschrieben hat, den letzten Rizq, den ich bekomme. Warum soll ich dir dafür dankbar sein? Warum soll ich ihm dafür dankbar sein? Und aus dem Grund habe ich im Leben gelernt, wirklich Allah für alles dankbar zu sein und zu Allah zu beten, wenn ich was brauche. Und glaub mir, ich habe es bekommen. Alhamdulillah. Jeder Alhamdulillah. Möge Allah mir auch diese Dua, die ich mache, auch mit Akhira geben. Weil manchmal habe ich Angst davor, dass Allah mir zu viel in der Dunya gibt und vielleicht habe ich dann später nicht mehr davon. Achim, möge Allah Ta'ala dir Erfolg in der Dunya möge Allah es und uns in der geben. Geben Amin, ja Rabbil Alamin. Und das ist die Sache. Wenn man, manchmal kriegt man wirklich Angst davor, wenn man alles bekommt, was man will, subhanallah, dass man zu viel bekommt. Ja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah gibt und Allah nimmt. So soll Allah uns das geben, was wir verdienen und nehmen, was wir nicht verdienen. Und uns inshallah bil Akhira auch ganz viel Erfolg zu schreiben. Amin, ja Rabbil Alamin. Amin, ja Rabbil Alamin. Barakallahu fik, Achi. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, Achi. Seit geraumer Zeit ist ja das Thema Rassismus sehr aktuell durch die Sachen von, durch die Ermordung, ich nenne das jetzt durch die Ermordung von George Floyd in Amerika. Ja. Was sagst du zu den ganzen weltweiten Reaktionen zu dem Thema? Ach, wir leben im Jahr 2020. Hm. Yani, wir haben Geschichten erlebt in diesem Jahr, wir haben Sachen erlebt, nicht in diesem Jahr, im Allgemeinen in der Welt. Weltgeschichte, Rassismus, Rassismus hier, Rassismus da. Normalerweise dieses Thema Rassismus sollte momentan oder in ferner Zukunft auch nicht mehr von Relevanz sein. Man sollte dieses Thema eigentlich gar nicht mehr ansprechen müssen, weil die Welt zu viel davon erlebt hat. Ja, Achi, die Menschen sind krank in ihrem Herzen. Und die Menschen, möge Allah erstmal diese Menschen recht leiten und danach heilen. Weil das ist eine Krankheit. Achi, Allah hat die Welt erschaffen. Er hat die groß und weit erschaffen. Es gibt viel Platz auf dieser Welt. Für Schwarze, für Weiße, für Braune, für Schokofarbe, für Karamellfarbe, Achi, für weiße Schokolade. Kannst du mir von mir aus egal was nennen. Die Welt, es gibt Orte auf der Welt, die wurden noch nicht mal besetzt von Menschen. Yani, warum sollte jemand wie ich, der in Deutschland groß geworden ist, in Deutschland geboren ist, den deutschen Pass besitzt, Steuern zahlt, ganz, ganz viele Steuern, Achi, Steuern zahlt, mit den Menschen gut klarkommt, lacht und freundlich ist und versucht, sich immer anzupassen. Warum sollte jemand wie mich oder wie dich oder wie irgendein anderer, der das macht und sich an die Regeln hält von fremden Ländern, sage ich mal, rassistisch angesehen werden oder nicht akzeptiert werden. Ach ja, dieses Wort Rassismus ist eine Katastrophe heutzutage. Ja, dieses Rassismus hätte man schon längst von der Welt schaffen können und müssen. Aber die Menschen sind krank. Ja, im Endeffekt, wenn ich mir was schneide, habe ich rotes Blut genau wie du. Richtig. Und rotes Blut genau wie ein Afrikaner, rotes Blut genau wie ein Chinese, rotes Blut genau wie ein Deutscher. Nur weil die Haarfarbe und die Augen und die Bartfarbe anders ist, heißt es nicht, dass dieser Mensch besser als der andere ist. Man sollte die Menschen nach dem Charakter beurteilen. Ich meine, wenn ein Mensch gut zu mir ist, dann ist es mir egal, ob er ein Jude, ein Christ oder ein Moslem ist. Oder ein Heide oder ein Schwarzer, ein Chinese oder ein Afrikaner oder ein Weißer ist. Diese Wörter allgemein, die sollte man, Mensch ist Mensch. Ja, nee, im Endeffekt, wenn du oder ich die Welt verlassen, verlassen wir die Welt nicht mal mit unserem Körper. Unsere Seele geht weg. Unser Körper landet in einem Loch, 2x1 Meter. Und nach 10 Jahren macht man das Loch auf. Siehst du noch die Hautfarbe von dem? Siehst du noch die Größe, die Breite? Du siehst nichts mehr. Du siehst nicht mal seine Bartfarbe, du siehst nicht mal seine Haarfarbe, nicht mal seine Augenfarbe. Das heißt, wo wir hergekommen sind, werden wir auch zurückkommen. Wir wurden aus Erde erschaffen, wir kehren zur Erde zurück. Ob ich nun weiß, schwarz, grün, blau bin, das ist nicht von Bedeutung. Man sollte nach dem Charakter gehen. Wenn ein Mensch mich gut behandelt, behandle ich ihn 2x so gut. Wenn ein Mensch mich schlecht behandelt, kann ich entscheiden, behandle ich ihn 2x so schlecht oder besser, als er mich behandelt. Mhm. Aber Rassismus ist für mich ein No-Go-Thema. Und ich habe auch viel gesehen und viel gelesen. Und ich bin ehrlich zu dir, ich habe mich auch in Social Media und in diesem ganzen Bereich nicht viel dazu geäußert, weil ich dieses Thema einfach satt habe.
in diesem Jahr noch oder in diesem Millennium, in dem wir jetzt leben, in dieser Generation 2020, wo wir alle miteinander rumlaufen und kultiviert miteinander sind und ganz viele Kulturen und der isst Falafel und der isst Schnitzel und der isst Döner und weißt du, was ich meine? Das ist doch eine schöne Kultur, die man zusammen hat und dann hat man ein schönes Leben damit. Weil umso mehr Kulturen du lernst, kennenlernst, desto mehr Spaß hast du am Leben. Du hast ein bisschen hier was, dem da und dann hast du nie Langeweile. Ja, weil dieses Thema Rassismus ist eine Katastrophe. Ja. Und ich stehe wirklich nicht gut zu Rassisten. Ich bin ein richtiger Krieger, wenn es darum geht, dass ein Rassist vor mich steht, Achi. Aber ich bin, guck mal, ich bin froh, Alhamdulillah, dass ich in Berlin groß geworden bin. Und in West-Berlin, nicht im Ost-Berlin, Achi. Ich bin auch nur in West-Berlin unterwegs, weil ich keine Kraft habe für Menschen, die mich schief angucken. Und das kann jemand, der hier, als der auch wirklich blond und blauäugig ist, hier, der fühlt nicht, was ich fühle, wenn er auf die Straße geht und sieht, wie die Blicke einen angucken. Weil er wird nicht so angeguckt, wie ich angeguckt werde. Ja. Oder mit einem Akzent angesprochen. Da steht ein Deutscher vor mir, du sprichst gut Deutsch? Nein, ich spreche Chinesisch. Ja, ich spreche gut Deutsch. Sprich doch mit mir normal, damit du erstmal eine Antwort bekommst. Und wenn ich einen Akzent habe, dann rede ich mit mir einen Akzent. Verstehst du, was ich meine? Nicht geh direkt auf einen zu und setz alle in einen Korb rein. Wie gesagt, wenn ich nach Jordanien gehe, in meine Heimat, nach Jordanien, ja, dann kommen meine Cousins und die ganzen Leute in meiner Hara, dann in meiner Gegend sagen, der Ausländer ist da. Dann komme ich nach Deutschland zurück, dann heißt auch, der Ausländer ist da. Ach, wo soll ich hin? Soll ich mir eine Barriere aufbauen zwischen Himmel und Erde und da leben auf einer Wolke oder was? Wo soll ich mit mir hin? Verstehst du, was ich meine? Das geht nicht nur mir so, das geht vielen so. Und deswegen sage ich, also Rassismus ist leider weit verbreitet immer noch, aber das hat keinen Platz auf dieser Welt. Rassismus sollte auch keinen Platz auf dieser Welt haben. Mhm. Und wie gesagt, diese Menschen, möge Allah die erstmal recht leiten, danach heilen. Mhm. Damit die ein sauberes Herz bekommen und frei von Rassismus werden. Ja. Weil, wie gesagt, aus Erde wurden wir erschaffen und zur Erde kehren wir zurück. Richtig. Fertig, Punkt aus. Barklaviri. Du hast das schon ein bisschen angeschnitten. Inwiefern hat denn Rassismus in Deutschland Relevanz? Ich sag dir ehrlich, Achi, in Deutschland herrscht noch sehr viel Rassismus. Meiner Meinung nach, weil ich als Outsider sehe. Also ich meine, das kann kein Politiker sehen oder keine Frau Merkel geht auf die Straße mit schwarzen Haaren, um zu sehen, wer sie doof anguckt. Mhm. Aber ich spüre das selber und meine Schwestern spüren, dass die auch Kopftuch tragen, Alhamdulillah. Und meine Frau spürt, dass sie Kopftuch trägt. Dass man leider an bestimmten Orten oder Stadtteilen, in Berlin sogar noch, viel Rassismus verspürt. An bestimmten Stadtteilen. Ich werde nicht sagen überall. Aber ich meine, hier und da gibt es natürlich auch jemanden, der sehr rassistisch ist. In diesem Land und in Deutschland. Auch nach der Geschichte von Deutschland. Deutschland, ihr habt eine schlimme Geschichte hinter euch. Ja. Oh Deutschland, ihr habt eine schlimme Geschichte. Also, sorgt dafür, dass die Geschichte weggeht. Ja. Und reinigt euch von dieser Geschichte. Und deswegen sage ich wirklich, also ich lebe in Deutschland und kann nur über Deutschland sprechen. Ich spreche nicht über andere Länder. Ich spreche nur über das, was ich hier erlebt habe. Und auch über Kommentare, die ich auch lese, über Videos, die manchmal auf andere Plattformen erscheinen. Wo viele Leute sagen, dieser Polet, die Ausländer hier und da. Was hat das für einen Sinn? Guckt euch das Video an, gebt ein Like oder gebt ein Dislike, aber diese Kommentare, lasst die weg. Was wollt ihr damit? Mich beeinflussen oder mein Herz verletzen? Tut ihr nicht. Alhamdulillah, die verletzen nicht mein Herz, Achi. Ich lese mir die Kommentare durch und juckt mich überhaupt nicht, aber die wollen das versuchen zu machen, manipulieren, dass man sich nicht mehr in die Außenwelt traut oder auch. Ja. Und wer schwach ist und wer schwachen Charakter hat, der wird dadurch wirklich gekränkt. Definitiv. Und das ist leider momentan immer noch so und möge Allah diese Krankheit von der Welt heilen. Amen. Amen. Weil wie gesagt, die Welt ist groß und breit und wenn mal einer entschließt, aus Portugal herzuwandern, warum denn nicht? Ja. Wenn er hier ehrlich arbeitet, ehrlich sein Geld verdient und fleißig ist, soll er es doch machen. Der steht doch nicht mir oder dir im Weg. Richtig. Der sitzt doch nicht auf meinem Nacken. Der sitzt auf keinen Nacken. Der macht seine Arbeit, der geht nach Hause und schlafen. Fertig. Und genauso soll es doch in Amerika sein. Außerdem Amerika hat sowieso noch eine extrem schlimmere Geschichte mit den Schwarzen und den Weißen und alles Mögliche. Und dann kommt noch sowas, aber dann siehst du, Gott ist gerecht. Die haben ihre Strafe bekommen. Und vielleicht sollten die noch eine schlimmere Strafe bekommen, aber das liegt in Allahs Händen, nicht in unsere Hände. Richtig. Hast du persönlich, Achi, Erfahrung mit Rassismus gehabt? Du bist ja in Berlin geboren, groß geworden. Sei es Diskriminierung, Pöbeleien oder Angriffe? Ach, Alhamdulillah. Ich bin im Ghetto groß geworden, im Moabiter Ghetto. Sag ich vom Ende her. Ich bin im Moabiter Ghetto groß geworden und da wirklich auch aufgewachsen. Ich hatte auch mal ab und zu mal einen Fall gehabt, wo ich hatte mal eine kleine Auseinandersetzung mit jemandem, nichts Handgreifliches oder sonst was.
Und dann hat der junge Mann gemeint, er müsste die Polizei anrufen. Und hat das dann auch getan. Aber am Telefon hat er nicht gesagt, dass er ein Problem hat mit einem anderen Menschen. Er hat gesagt, ich habe hier Riesenprobleme mit Ausländern. Ja, mit arabischer Herkunft. Da waren die Polizisten in 0,nix da. Ja. Und allein dieses Wort hat schon dafür gesorgt, dass es eine Diskriminierung ist. Weil Ausländer, warum sagst du Ausländer? Warum sagst du hier mit diesen Kanaken? Und ja, dann kommt dann, die Kanaken haben mich so... Lass das doch. Du hast ein Problem mit mir? Okay, alles schon gut, aber gib mir doch keinen Namen. Ich weiß mir doch keinen Namen zu. Weißt du, was ich meine? Richtig. Aber so viel, ganz ehrlich, ich hatte nicht so viel, ich habe nicht so viel erlebt, ich persönlich. Weil ich mich immer in den Bereichen aufgehalten habe, wo ich mit meinesgleichen unterwegs bin, um so einen Sachen auszuweichen. Sage ich dir ehrlich. Und dann fragen sich viele, warum gebt ihr euch untereinander da auf oder warum halten sich die meisten, zum Beispiel Südländer, Araber, Türken, in einem bestimmten Bereich auf und keiner will mal nach Marzahn oder nach Hellersdorf oder so. Aus dem Grund, weil wir sowas aus dem Weg gehen wollen. Wir fühlen uns hier wohl. Alhamdulillah. Du kannst auch bleiben, ich bin hier geboren, ich kann hier leben. Richtig, ja. Ist auch so. Aber wir hatten auch mal so einen Fall gehabt, nicht ich persönlich, sondern mein Schwager. Der hat ein Boot, ein Motorboot, hier in Deutschland natürlich, in Berlin. Und wir haben Ablegefläche gesucht fürs Boot. Da muss man ja auf Wasser irgendwo eine Raststätte und eine Ablegefläche mieten, um dann natürlich sein Boot auch dazulassen. Und da zahlt man natürlich Miete dafür. Und wir haben auch einen deutschen Freund, der sich darum gekümmert hat, dass wir so einen Ort finden, weil die immer krass ausgebucht sind, diese Plätze. Und da hat er das gemacht, da hat er angefragt, hat die Frau zugesagt. Alles so Müggelsee da hinten, das ist auch ein bisschen weiter, kennst du ja bestimmt, war Müggelsee. Und da haben wir halt eine Liegefläche gefunden fürs Boot, ne? Und dann ist mein Schwager mitgegangen, mit ihm, um den Vertrag zu machen. Dann guckt die sich sein Perso an, sagt die, hä? Ich dachte, es wäre ein Deutscher. Vor den deutschen Kumpel, den wir haben. Und der war richtig geschockt. Weil der hat sowas auch noch nie erlebt. Er sagt, wie bitte? Der hat doch einen deutschen Pass. Ich sag, ja, aber das ist doch kein Deutscher, das ist doch ein Ausländer. Subhanallah. Der hat sich richtig aufgeregt, der junge Mann. Der ist ausgeflippt, der hat die fertig gemacht. Und er musste für meinen Schwager bürgen, bevor er unterschreiben durfte. Die hat nicht Ruhe gelassen. Heftig. Sie wollte, dass ein rein rassiger Deutscher dafür bürgt, dass wir eine Liegefläche für unser Boot bekommen. Ein Bio-Deutscher, ne? Überleg mal, rein arisch oder keine Ahnung, wie wir es nennen wollen, ist mir auch egal, um ehrlich zu sein. Aber ja. Saraha, das kränkt einen. Und dann sieht man wieder mal, okay, bin ich hier wirklich nicht, also werde ich hier nicht akzeptiert, bin ich hier nicht angenommen, was los? Natürlich kriegt man auch ab und zu mal Blicke, so wenn man ein bisschen im Osten unterwegs ist, aber wir haben uns damit abgefunden, Alhamdulillah. Wir machen unsere Arbeit, wir sind glücklich, wir sind zufrieden. Und wir fühlen uns wohl. Ich sag ehrlich, also ich fühle mich in Deutschland sehr wohl. Ich fühle mich in Deutschland viel wohler als in meiner Heimat. Aber da muss man aber diese Geschichten ein bisschen auch irgendwie versuchen, aus dem Weg zu gehen. Weil die Krankheit wird auf der Welt immer herrschen. Ob es eine Rassentrennung von der Hautfarbe ist oder von der Religion her ist oder vom Charakter her ist. Manch einen passt auch mein Charakter nicht. Das ist auch eine Art von Rassentrennung. Weißt du? Oh, Subhanallah, Alhamdulillah. Wir haben uns abgefunden und wie gesagt, wir leben unser Leben, süß, ja, wir gehen raus, wir gehen rein, wir tun, wir machen, wir kaufen, wir verkaufen. Ja. Und ich bin dankbar dafür, dass Deutschland uns die Möglichkeit gibt, hier zu leben. Obwohl ich eigentlich, wie gesagt, hier geboren bin und eigentlich ein Deutscher bin. Aber mal, irgendwo muss man auch dankbar dafür sein, dass es akzeptiert wird für fremde Länder, weil in unsere Länder geht es uns nicht besser. Saraha, ja. Wollen wir nicht drüber diskutieren oder drüber streiten. Es ist einfach so. Alhamdulillah. Du hast ja vorhin erwähnt, Achi, dass von der Akzeptanz in Deutschland auch gesprochen, so ein bisschen. Ne? Fühlst du dich persönlich in Deutschland akzeptiert? Bruder, solange ich meine Steuern zahle, ja. Ja, ich fühle mich schon sehr akzeptiert in Deutschland, ganz ehrlich. Also in dem Umfeld, wo ich bin. Wie gesagt, also ich bin eher in dem Umfeld groß geworden im Westen von Berlin. Und da fühle ich mich wirklich sehr wohl. Und man sieht auch sehr viele auch Südländer hier in Deutschland und in Berlin. Und ich fühle mich schon akzeptiert. Es gibt halt nur ab und zu mal Sachen, wo man sagt, okay, ich heiße Mohammed Barmawi, weißt du, Mohammed Barmawi. Und das ist so ein Name, wo man sagt, okay, Mohammed, natürlich, jeder Zweite heißt Mohammed. Alhamdulillah sogar, das ist einer der schönsten Namen überhaupt. Und es gibt halt manchmal Sachen, wenn man zum Beispiel eine Wohnung sucht, wenn man einen Laden nehmen will, ein Lokal nehmen will, da muss man schon darauf achten, dass man wirklich noch intensivere Bewerbermatte schreibt, Bewerbermappe vorlegt als andere, die Jan Schulz heißen oder ja. Detlef, Dieter, keine Ahnung was. Leider.
Und auch damals während der Ausbildung, als ich eine Ausbildung gesucht habe, war es sehr schwierig, eine Ausbildung zu finden, zu meiner Zeit. Deswegen habe ich ja auch eine schulische Ausbildung gemacht, keine betriebliche Ausbildung. Ich habe eine überbetriebliche schulische Ausbildung gemacht, die gefördert wurde vom Staat, dass die ganz, ganz viele Jugendliche angenommen haben von der Straße. Mhm. Weißt du, ich habe auch einen guten Abschluss gehabt, ich habe alles gemacht. Trotzdem habe ich leider damals, ich wollte IT-Systemkaufmann werden oder Mediengestalter. Ich wollte eigentlich kein Industriemechaniker werden. Aber nach den ganzen Suchen, Machen, Tun und Lassen hatte ich keine andere Wahl mehr, außer Industriemechaniker zu werden. Weil das war das Einzige, was damals mich gefördert hat und wo die sagten, okay, du wirst angenommen. Ob Südländer oder nicht. Das hat damals, das war nicht relevant gewesen. Aber ich sag dir ehrlich, das war wirklich so, dass sehr viel Rassismus auch während, für die Jugendlichen während der Zeit der Ausbildung ist. Wo man auch sagen muss, irgendwo versteht man es auf eine Art und Weise, aber irgendwo auch nicht. Mhm. Weil man versteht es nur dann nicht, wenn man sagt, warum schmeißt ihr alle in einen Korb? Lernt mich doch erstmal kennen. Aber richtig. Irgendwo sagt man auch, es ist doch klar, dass wir so vorlaut werden und so frech werden, weil wir nicht akzeptiert werden in manchen Punkten und Situationen. Das heißt, der Umfeld von uns kann sich nicht ändern, weil wir außerhalb von diesem Umfeld schon nicht mehr akzeptiert werden. Mhm. Weißt du, deswegen bin ich der Meinung, auch herrscht so viel Kriminalität auch von den Südländern oder von den Nicht-Einheimischen, ist die Kriminalität so hoch, weil die Jobvergabe nicht mehr leicht ist. Man kriegt nicht so leicht einen Job. Man kann sich nicht bewerben, man kriegt nicht als Jugendlicher eine Ausbildung. Egal wie gut und wie schlau man ist. Ja klar, man muss studieren, man muss machen, man muss dies. Aber es ist nicht so leicht, wie wenn, oder Immobilienmakler. Nehmen wir mal an, ich will Immobilienmakler werden. Wenn ich da vor jemandem stehe als Immobilienmakler, ist die Angst ein bisschen mehr, die Immobilie von mir zu kaufen, als wenn so ein Deutscher da steht, so mit blauen Augen, blonde Haare oder ein Brasilianer, der hell ist. Oder ich will nicht Deutscher sagen, damit man nicht denkt, ich bin hier voll gegen Deutsche, um Gottes Willen. Und aus dem Grund ist es halt immer noch irgendwo ein bisschen schwierig für uns Fuß zu fassen. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, einerseits kann man es irgendwo verstehen, aber irgendwo auch nicht, weil das führt dazu, dass wir so sind, wie wir sind, vorlaut und auch vielleicht auch einige von uns oder von den Südländern kriminell. Aber das führt nur dadurch, dass man es schwer hat, eine Arbeit zu finden, wo man Fuß fassen will in schönen Arbeiten, guten Firmen und nicht nur einfach in Dönerbude arbeiten, Dönerschnell oder sonst was. Weil das ist nicht jeder sein Job oder jeder sein Hauptziel, ein Dönermann zu werden. Richtig. Weißt du? Und es gibt von uns Jugendliche und Kinder und südländische Türken, Araber, Afghanen, Pakistaner, Brasilianer, die dunkel sind, Afrikaner, die sind sowas von talentiert, die haben so ein hohes IQ, was sie nicht mal ausschöpfen können und dürfen, weil die nicht die Chance dazu bekommen. Weißt du, und das ist traurig, wenn so eine Kinder dann auf der Straße landen, die wirklich sehr schlau sind und gebildet sind. Ja. Ja? Und man muss hart kämpfen, um das zu bekommen, was man will. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht hier in Berlin auch. Ich kann mich auch noch erinnern zu Studienzeiten, als man sich für Studentenjobs beworben hat, ne, dass man immer nur Absagen bekommen hat. Ja. Das war so ein Studentenjob. Ja. Das ist wirklich so. Ja, du kriegst nur Absagen. Teilzeitjob, wo du nur ein paar richtig. Stunden arbeiten musst. Und dass man auch bei der Wohnungssuche wird man als... Das ist schwierig. Es gibt Statistiken darüber, es gibt Versuche, es gibt Tests darüber, wie man dieselben Bewerbungen ausgefüllt hat mit ausländischen und mit deutschen Namen. Und dass man übergangen wurde deswegen. Ne? Also ja, ja, ja. Das hat so. Auch schon Hand und Fuß. Also wenn man auch schon zu einem Beziehungstermin geht und da ganz, ganz viele Deutsche sehen, also selber ganz viele Deutsche sieht, denkt man sich, okay, ich habe sowieso keine Chance. Pff, drehst dich um und gehst nach Hause. Versuchst du gar nicht erst. Ja. Weißt du, oder du hast halt, ich hab damals wirklich einen Account gerade auf Immobilien-Scout, einen richtigen VIP-Account gemacht, wo ich im Monat Geld bezahle, Immobilien-Scout. Ich hatte eine Mappe, eine Bewerbermappe, als würde ich mich bei Mercedes als Ingenieur bewerben, nur um eine Wohnung zu finden. Wirklich, ich habe da eine Mappe gehabt, wo ich dann lache und eine Krawatte Foto gemacht habe. Wenn du die sehen willst, wird es lachen. Nur um eine Wohnung zu bekommen. Und ich habe die aber, subhanallah, ich habe auch dann auch zügig eine Wohnung bekommen, alhamdulillah. Aber auch dadurch, dass ich mir wirklich Mühe gegeben habe für eine Wohnung. Ich habe auch einen Lebenslauf fast mit dazu gemacht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und geschrieben, so ein Dreizeiler, so junges Pärchen, wir haben noch keine Kinder und keine Haustiere, auch in ferner Zukunft wollen wir keine Haustiere haben. Wir sind Nichtraucher. Ich habe Sachen, Texte geschrieben, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, was kann man noch machen, um das nochmal gut zu reden. Mhm. Warum wir junges, ruhiges Pärchen und so, weißt du? Richtig. Warum wir dann die Chance bekommen sollten, die Wohnung zu kriegen.
Das heißt, du musst mehr Aufwand betreiben praktisch, ne? Viel mehr Aufwand, ja, Achi, viel mehr Aufwand. Subhanallah. Aber Alhamdulillah hat geklappt, egal. Aufwand lohnt sich im Endeffekt. Los ist halt. Was möchtest du den Muslimen, Achi, als Schlusswort mitgeben? Also, vielleicht kannst du so die letzten Worte wählen für dieses Interview. Ja, ne, Achi, viel nicht. Ich will einfach nur sagen, seid immer dankbar für das, was ihr habt. Seid dankbar für das, was ihr bekommt. Und seid dankbar für das, was euch weggenommen wird. Weil wenn ihr es nicht kriegt, dann habt ihr es nicht verdient. Und wenn ihr was haben wollt, dann strebt hinaus, tut was, macht was und versucht, euer Leben auf Halal aufzubauen. Weil Haramgeld geht weg wie Butter, geht weg wie nichts. Und man kann nicht ruhig schlafen, wenn man Haramgeld hat. Achtet auf eure Eltern, auf eure Familien. Seid immer gut zu den Mitmenschen. Und strengt euch mehr an, gut zu sein. Weil dann werden wir irgendwann inshallah akzeptiert, wenn wir uns von der besten Seite zeigen. Und solange wir uns nicht von der besten Seite zeigen, auch wenn es nur zwangsweise ist und mehr angestrengt ist als sonst, dann werden wir auch niemals akzeptiert werden. Aus dem Grund haben wir es ein bisschen schwieriger als viele andere. Aber Alhamdulillah, Achi, wir sind geduldig und Allah ist mit den Geduldigen. Und deswegen sage ich, seid dankbar, sagt immer Alhamdulillah und betet für das, was ihr wollt. Und glaubt mir, wenn das Gebet gut ist und ihr wirklich hart dafür betet, Allah wird euch nicht im Stich lassen. Inshallah. Barakallahu fiek, Bruder. Fiek, barakallah. Möge Allah mit dir zufrieden sein und danke, dass du nochmal mitgemacht hast. Inshallah. Herzlich willkommen, Bruder. Habe ich doch sehr gerne gemacht. Also ich bin eigentlich herzlich willkommen, aber ihr seid auch irgendwie herzlich willkommen. Weil die meisten von euch kommen ja von außerhalb heute her. Richtig. Deswegen habe ich gerne gemacht, Achi. Und inshallah in ferner Zukunft immer wieder gerne. Und wir bleiben in Kontakt. Amin. Inshallah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah.